It's cold for summer night. I text you, I'm sorry. Nach über 11 Stunden im Nachtbus sind wir jetzt in Südhochwil angekommen und fahren jetzt noch mit so einem Gitterbus zur Bootsfähre, damit wir auf die Insel kommen. Im Nachtbus konnten wir jetzt doch nicht ganz so viel schlafen wie gedacht. Der Sebastian zwar schon, aber wir nicht. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zur Fähre. Don't mean to bother, but figured I gotta try. And you say you're busy, but I don't believe you. It's keeping me up at night. The way my emotions keep turning around, can keep it inside, no. Here we go, we go, we go. And let the roller coaster ride begin. Here we go, we go, we go. Already told you I won't let you in. Same old story of my life. You run, but I need you in my life. I've been told to take a hint, now I'm fine. Cause I wanna be loved by you, 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 you. I wanna be loved by you, 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 you. Cause I wanna be loved by you, 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 you. I wanna be loved by you, 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 you. I wanna be loved by you, 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 you. I wanna be loved by you, 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 you. Cause I wanna be loved by you, 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 you. I wanna be loved by you, 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 you. Cause I wanna be loved by you. I was a winner. She still wears my heart on her shoulder. Oh man, that's killer. But she knew I had nothing left to lose and everything to prove. I just wanna be loved by you. Here we go, we go, we go. And let the roller coaster ride begin. Cause I wanna be loved by you, 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 you. Wir waren jetzt 3 Tage auf der Insel Koh Rong San Luem und hatten da 2 verschiedene Unterkünfte. Die waren ganz gut. Beide preislich zwar Unterschied zwischen $30 fast. Wir haben aber auch festgestellt, dass Kambodscha eher an der oberen Preisklasse ist in Asien. Also wir hatten eigentlich gedacht, dass Kambodscha noch ein bisschen günstiger ist. Aber wir waren auch das letzte Mal 2011 in Thailand und da sind die Preise natürlich auch angestiegen. Wir hätten aber nicht gedacht, dass Kambodscha so teuer ist. Wir sind jetzt gerade auf der nächsten Insel, gestern mit der Fähre hier angekommen. Wir sind jetzt auf Koh Rong und an dem Strand Sok San, auch genannt Long Beach. Hier gefällt es uns ein bisschen besser, weil hier gibt es auch noch wirklich ein kleines Dorf, wo man auch sieht, wie die Kambodschaner auch noch wirklich leben. Und es sind nicht nur Resorts eines nach dem anderen, wie jetzt auf der anderen Insel. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir auf der Insel noch alles machen können. Wir versuchen jetzt uns dann mal einen Roller zu mieten und rollern mal ein bisschen über die Insel, um die Insel genauer anzuschauen. Und wir haben auch gelesen, hier kann man auch eine Plankton-Tour machen. Das heißt, man fährt mit dem Boot raus und kann nachts eben sehen, wie dieser Plankton leuchtet. Mal gucken, ob man das sehen kann und ob wir das jetzt auch noch schaffen zu unternehmen. Wenn wir es auf jeden Fall schaffen, nehmen wir euch auf jeden Fall mit der Kamera und versuchen das alles einzufangen. Und dann werden wir jetzt mal mit der Rollertour beginnen. Also das Wetter ist gerade noch nicht ganz so gut. Es hat heute Nacht mal richtig stark geregnet, aber es ist auch mal ganz gut, dann hat es ein bisschen abgekühlt. Und jetzt werden wir dann mal mit der Rollertour beginnen. Entstehen hier jetzt bald wahrscheinlich Luxusresorts. Auch da hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, entsteht ein Swimmingpool. Ich weiß jetzt gerade nicht, an welchem Strand wir hier sind.
Aber im Moment werden sie anscheinend auch nicht mit dem Müll her. Oder versuchen sie es auch gar noch nicht, weil noch keine Touristen da sind. Aber anscheinend ist der Tourismus hier auf Koh Rong so schnell angestiegen, dass sie einfach mit dem ganzen Müll von den Touristen einfach nicht mehr klarkommen. Und man sieht es auch an anderen Stränden, es wird halt sehr viel Müll auch an den Strand gespült. Und es ist halt einfach auch wirklich schade, weil der Ort könnte so schön sein. Die Leute, schmeißt euren Müll nicht einfach weg, sondern entsorgt ihn, damit unsere Umwelt oder damit unsere Welt noch länger so schön ausschaut, wie sie eigentlich ausschauen sollte. Und ich hoffe, durch diesen ganzen Tourismus, der hier mal anfängt, dass sie das mit dem Müll auch wieder ein bisschen besser auf die Reihe bekommen. Und dort angekommen, jetzt sitzt man schon im Bus, aber das seht ihr dann in der nächsten.